Hallo, hier ist wieder euer Mogi von For the Horde. Aufgrund der Nachfrage, wie man denn nun das machen könnte, im Stream nicht den Vent-Sound zu hören, trotzdem aber vielleicht einen Musikstream einzuspielen oder so, irgendwie sowas, habe ich mich entschlossen, diesen kleinen Guide zu machen. Ja, also ich benutze dafür das Programm Virtual Audio Cable. Das müsstet ihr euch natürlich vorher besorgen, wenn ihr das genauso machen wollt. Was müsst ihr tun? Ihr installiert das Programm ganz normal, das habe ich halt schon getan, das kriegt ihr aber bestimmt hin. Danach geht ihr hier, alle Programme, Virtual Audio Cable suchen, wo ist es? Ich bin verplant, wie immer. Da, wunderbar. Dann geht ihr in das Control Panel, würde ich sogar als Admin ausführen, was ich jetzt auch mal tue. Yep. Dann müsst ihr hier oben die Anzahl der Kanäle festlegen, die ihr haben wollt. Also die Anzahl der virtuellen Soundkarten sozusagen. Ich präsentiere euch jetzt einfach mal meine Lösung, wie ich das immer mache. Dafür braucht ihr zwei. Ihr tragt hier oben also eine 2 an, drückt Z und das war es dann auch schon. Ich kann das mal kurz machen. So und schließen. Danach müsst ihr natürlich noch in eurem XSplit oder in einem jeweiligen anderen Streaming-Programm einstellen, welche Line denn nun wirklich auf dem Stream zu hören sein soll. Als Tipp bei XSplit, der Lautsprecher muss gemutet werden, das Mikrofon muss offen bleiben. Wo man es bei XSplit einstellt, werde ich auch noch einen Screenshot von ab. Ja, danach geht es daran, dass ihr Audio Repeater starten müsst, was auch bei dem Programm dabei ist. Ich zeige euch mal. Hier, Audio Cable, Audio Repeater. Nehmt ihr MME. Starten. Dieser Audio Repeater ist quasi das Kabel, was ihr irgendwie umsteckt, ja? Ihr seht hier oben Wave In, das ist das, was reinkommt, ja? Ganz verschiedene Sachen könnt ihr irgendwie umleiten. Jetzt ist es so, dass ihr als Mikrofon, zum Beispiel im XSplit, Line 2 angewählt habt. Dann macht ihr folgende, und zum Beispiel euren WoW-Sound, den ihr selber aber auch hören wollt und der Stream hören soll, deshalb zwei Lines, ja, müsst ihr das Ganze wie folgt einstellen. Ihr stellt ein, dass Line 1 auf die Lautsprecher ausgegeben werden soll und startet das Ganze. Jetzt habt ihr den WoW-Sound auf eurem Headset. Ja. Nun kommt das nächste. Man startet einen weiteren Audio-Repeater. Nochmal das Ganze. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn ihr euch eine Desktop-Verknüpfung dafür macht. Habe ich normalerweise auch. So, jetzt wollt ihr den WoW-Sound aber noch auf den Stream schleusen. Und Stream 2 haben wir eingestellt, Line 2. Ihr tragt also ein, Line 1 soll auch noch auf Line 2 weitergegeben werden. Start. So. Dann habt ihr mitbekommen, dass ich ab und zu mit euch rede. Dafür müsst ihr folgende Einstellung machen. Noch einen Audio-Repeater starten. Ihr seht, ja, Audio-Repeater sind toll. Wo ihr einstellt, Mikrofon auf Line 2. Und schon, Start, würdet ihr mich hören. So würdet ihr mich nicht mehr hören. Ja. Das war es dann eigentlich auch schon. Und damit man dann Musik zum Beispiel auf den Stream schieben kann, muss man noch eine kleine andere Sache einstellen. Und zwar benutze ich VLC dafür. Ich schiebe mir das mal hier rüber. Hallo. Extras, Einstellungen, Audio. Und dann kann man hier einstellen, wo das Ganze ausgegeben werden soll. Dann nehmt ihr halt Line 2, wenn es nur der Stream hören soll, Line 1, wenn ihr es hören wollt, und der Stream. Und ja, schon könnt ihr euch im TS unterhalten, das habt ihr ja ganz normal auf den Lautsprechern, ohne dass die Leute das auf dem Stream mitbekommen. Ich hoffe, der Guide hat euch mindestens so ein bisschen geholfen. Ja, Screenshot, wie man es in XSplit einstellt, habe ich noch. Kann man